Commander Legends, Baldur's Gate, Dungeons and Dragons, alles in einem Set, hätte nicht sein sollen, ist aber so. Gucken wir mal rein. So Leute, ihr seht mal wieder ein Collector Booster. Ein Collector Booster bedeutet, der gute Liplove hat mir ein Collector Booster geschickt, das ich für euch öffnen könnte. Diesmal mit einem echt seltsamen Packaging und hier auch schon an der Seite ein bisschen geöffnet. Da ist der Kleber so ein bisschen weak. Und was nicht weak ist, ist tatsächlich mein Dank an den guten Liplove für das Ganze. Liplove 1 auf Cardmarket, könnt ihr mal nachschauen. Und ansonsten tatsächlich auch auf Instagram. Und der gute Liplove hat mir gesagt, wenn ihr ihn auf Instagram anschreibt, wenn ihr was gefunden habt bei ihm auf Cardmarket, kann man bestimmt irgendwas auch darüber machen. Und ja, macht das mal, schreibt ihm und guckt mal rein. Wenn ihr mich anders unterstützen wollt, Daumen nach oben, Video abonnieren, hilft immer. Wenn ihr darüber hinaus auch noch irgendwie einen kleinen Obolus oder ähnliches mir spenden wollt, könnt ihr das sehr gerne tun über Patreon. Ich habe Patreon in verschiedenen Tiers. Der Thalia-Tier dürfte aktuell immer noch leider zu sein, aber ich habe auch noch andere kleinere Tiers, der Supporter-Tier, der Fan-Tier und so weiter und so fort. Das geht auch bei YouTube. Also ich habe auch die Möglichkeit, dass ihr Mitglied, Kanalmitglied werdet. Das sind dieselben Benefits, bis auf dass der Thalia-Tier da raus ist, weil ich den nur über Patreon vergebe. Und wenn ihr euch da irgendwie Interesse dran habt, mich finanziell zu unterstützen, wäre ich euch sehr, sehr, sehr dankbar natürlich. Das seht das aber nicht als Zwang an. Wenn ihr es nicht könnt, Daumen nach oben. Hilft genauso viel. Mehr oder weniger. Aber tut nur das, was ihr tun könnt. Wir hatten auch schon Leute da, die gesagt haben, hey Blacky, ich habe nicht so viel Geld, ich unterstütze dich einen Monat oder zwei, aber dann ist es halt wieder drin, wo ich gesagt habe, yo, finde ich super, vielen Dank dafür. Wenn du dir dafür aber lieber drei Eiskugeln holst, dann mach du das. Das ist auch okay. Fühlt euch bitte, bitte nicht dazu genötigt. Ich fühle mich aber genötigt, dieses Display aufzumachen. Ich habe mega Bock. Commander Legends Dungeons and Dragons ist ja für mich eins meiner Horror-Sets. Dungeons and Dragons sind für mich in Magic beide Sets, also Adventure in Forgotten Realms und hier Baldur's Gate, sind tatsächlich die Horror-Sets schlechthin. Einfach nur aus dem Grund heraus, dass ich sie nicht mag. Ich finde die Sets nicht so geil. Die Karten darin sind irgendwie wack, irgendwie seltsam, irgendwie nicht so wirklich gut. Es gibt natürlich Ausnahmen und natürlich gibt es hier die Karte, die nicht gebannt gehört, und zwar Chaos Adventurer. Das ist eine Karte, die hat nichts getan, ist gebannt und Wizards, bitte, 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 bitte bringt die einfach zurück. Die wäre einfach playable, sie wäre vielleicht stark, aber sie wäre niemals Tier 1 oder Tier 0. Also gegen sowas wie The One Ring oder so, hat das Deck doch keine Chance. Dementsprechend bringt die Karte einfach zurück. Vielen Dank. Wir gucken rein. Das sind, was für Booster? Japanische? Das fühlt sich fast so an wie Japan. Ne, USA-Booster. USA-Booster, dementsprechend kriege ich die nicht so auf. Dementsprechend habe ich eine Schere mir bereitgelegt. Ihr merkt schon, ich nehme das alles in einem Rutsch auf. Dementsprechend, ja, gucken wir mal rein. Was wir natürlich suchen, sind Minsk und Bu. Die Drachen suchen wir ja. Mörder. Und ähnliche Karten. Wir haben hier auch die da drin natürlich. Und das sind die Karten, die wir wirklich suchen. Baylor, wie sagt die Jugend, schmeckt. Delayed Fireblast, Elder Brain, auch nicht schlecht. Ui, der Seer, den habe ich auf dem Command Fest damals tatsächlich gespielt. Das war sehr, sehr, sehr spannend. Framing Line, sagt mir gar nichts. Boar, Treasure, das war das erste Booster. Gucken wir weiter. Es gibt einige Karten, die ich sehr, sehr cool in dem Set finde. Nicht nur die Initiative-Karten, sondern wie gesagt auch natürlich sowas wie Minsk und Boon, ähnliches. Und was ich nicht vergessen darf, ist, hier ist, glaube ich, auch der Stab drin. Nature's Lord, Foil. Gute Karte, gar nicht so günstig. Gucken wir weiter. Mountain, Renery, Sarvek. Nochmal ein Sarvek, Death Lord. Es ist eine meiner Lieblingskarten im Set. Ich habe sie kaum in diesem Artwork gespielt. Ich habe sie immer in diesem Artwork, also nicht, dass dieses Artwork ist, sondern halt in diesem schwarz-weiß Artwork gespielt. Ist einer meiner Lieblingscommander in Sealed tatsächlich. Mit 4 Mana 3, 4, zumindest jedes Endsteps verliert der Gegner oder der Spieler X Leben, wobei X die Stärke von ihm ist. Und wenn kein permanentes Spiel verlassen hat, sehr, sehr, sehr coole Karte. Finde ich einfach mega. Ui, Cunning Instigator. Not bad. Horn of Valhall. Das ist ein Background. Will.
Blade, Ascension und eine Undercity mit die Initiative. Ach ja, das war noch Zeiten, wo man da mit Background im Limited tatsächlich super viel reißen konnte, mit dem Guten. Weil alle Leute haben angefangen zu paniken. Alle Leute wollten irgendwelches Zeug opfern, haben angegriffen, so, oh, bitte block doch, damit ich keinen Schaden kriege. Nee, natürlich nicht. Schaden muss sein. Thieves Tools, eins meiner meistbenutzten Artworks, tatsächlich in Konferenzen, in Präsentationen. Campfire, eine Duo-Drone. Okay, spannend. Skyline of Harvest, dann Background. Dann haben wir Bane, Lord of Darkness. Venture Forth. Ich wusste gar nicht, dass hier zwei Fullarts drin sein können. Shameless, Charlatan. Der Wise Mentor, sehr cool. Ancient Silver Dragon. Es ist noch nicht der richtig teure Drache. Aber es ist ein guter Drache. Natürlich ist der Copper besser. Aber ja. Ist okay. Copper ziehen wir jetzt im nächsten Booster, oder? Seht ihr genauso. Finde ich gut. Ich nehme die auch. So, Karten raus. Müll. So. Dann haben wir Endless Water. Kamms und Ankamms mache ich wie immer. Ich überspringe die. Hier gibt es auch Adventure drin. Stimmt. Spannend. Und da haben wir nochmal den Background. Den Bahamut Background. Horn of Valhall, das hatten wir gerade eben auch schon mal. Das ist eine sehr gute Karte eigentlich. Personate Archneolist als Background. Blood Money. Das ist eine gute Karte. Jan Jansen, Chaos Crafter. 3 Mana, 3-3. Gnome Artificer mit Haste. Tappen, Opfer Artefakt, kriegt 2 Treasure Token. Non-Creature Artefakt, kriegt 2-1-1 Konstrukte. Artefakt, Creature, Treasure. Okay, ich verstehe. Nira Wildmage, Gale, Waterdrop und ein Boo. Boo-Token. Boo-Token sind nicht günstig. Unterschätzt niemals ein Boo-Token. Boo-Token sind wirklich, wirklich teuer geworden. Das ist tatsächlich auch das Set, wo ganz, ganz viele Händler sich wirklich in die Nesseln gesetzt haben. Weil kurz danach kam ja ein Master-Set raus, das sehr viel besser war wie dieses Set. Und alle Leute haben gedacht, oh, da steht Commander Legends drauf. Das muss ja ein Commander-Set sein. Lightning Bolt in voll. Und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, das ist hier ist weniger ein Commander-Set. Es hat zwar coolere, neuere Karten und es hat Black Market Connections, eine der stärksten schwarzen Commander-Karten. Aber es hat halt, genau, Adventure Spell kopiert. Sehr cool. Übrigens der erste Adventure Commander, by the way. Auch wenn wir jetzt einen neuen haben in Eldraine. Tasha, the Queen Witch. Okay, kriegt man Demon mit. Und Tomb Harrow Adventurer. Der macht Initiative, ja. Wo war ich dran? Ich hab's vergessen, es tut mir leid. Ihr werdet es mir in die Kommentare schreiben. Ich werde es in den Satz in meinen Kommentaren beenden, wenn er mir nicht im Laufe des Videos wieder einfällt. Ah ja, genau, weil die Leute dachten, das Ding heißt Commander Legends. Es muss ein Erfolg sein, weil das Commander Legends 1, was ja praktisch der Vorgänger theoretisch von diesem Set ist, das war ein wahnsinnig gutes Set. Das hier ist ein cooles Set. Es ist viel zu teuer am Anfang gewesen, war dann zwischenzeitlich viel zu günstig und ist immer noch sehr, sehr günstig. Street Dungeon. Clunch. Deep Gnome Terramancer, übrigens eine sehr, 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 sehr gute Karte. Kann man tatsächlich coole Sachen mitmachen. Ui. Nautilus Ship und nochmal der Wise Master. Das war halt kein Commander-Set, wie die Leute es gedacht haben. Und wir sind halt in der Modern Area, wo man tatsächlich eigentlich mit solchen Sets nur noch irgendwie Gewinn macht oder Geld macht als Händler, wenn man tatsächlich Commander macht. Commander ist das geldtreibende Format als für die Händler und da muss man dahinter sein. Und ja, dieses Set hat Commander im Namen und failte immens, diesen Commander-Status beizubehalten. Dementsprechend war das damals sehr bitter. Plus, hier war dann auch, glaube ich, keine Karte, irgendwie keine Will Reverse. Hier ist keine Chase-Karte drin. Bane, Jan Jansen,
Earthquake Dragon. Ja, Bane ist eine sehr, sehr coole Karte, by the way. Sollte man mehr Commander-Decks drum bauen. Aber wir haben hier keine richtige Chase-Karte drin. Keine super seltene Karte. Wir haben ein paar teure Karten, wie gesagt, Minsk und Boo ist ein bisschen teurer. Und ja, aber ansonsten, es sind keine nummerierten Karten, keine Karte, die in Rot leuchtet oder ähnliches. Dementsprechend, ja, ist nicht so der absolute Wahnsinn. Aber es ist halt immer noch ein sehr, sehr cooles Set. Es ist nur nicht das, was die Leute erwartet haben. Weil die Leute haben einen Commander Masters erwartet. Übrigens hier richtig geiler Strength Spirit. In Edged Foil. Ich liebe Edged Foil. Und die Leute haben kein... Ui, der ist Full Art. Also Extended Art. Ui, Ravenloft Adventurer. Sehr, sehr coole Initiative, Dude. Die Leute haben kein Commander Set bekommen. Die haben kein Commander Legends 2 bekommen. Die Leute haben ein Dungeons and Dragons Adventure of Forgotten Realms 2 bekommen. Und das Set war schon nicht so beliebt bei Leuten, die nicht D&D-Fans waren. Dementsprechend, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich so das wert war, diesen Namen zu ruinieren. Weil Commander Legends ist jetzt für immer ruiniert. Danke dafür, Wizards. Ja, Blur. Sehr, sehr cool. Glyphgate. Swamp. Shivir. Baldur's Gate. Da haben wir ein Baldur's Gate. Das ist für Gate-Decks ein mega cooles Ding. Rixton. Brawl. Was bist du denn? Human Boar. Das ist ein Menschschwein. Schweinbär-Mensch. Menschbär-Schwein. What the fuck? Dedicated. Und White Plummet Adventurer. He did nothing wrong. Wizards, please. Please. Den kann man so easy anbannen. Was ist hier dran falsch? Was ist an einem 3-Mana-3-3er, der in 4 oder 5 Runden, wenn der Gegner nichts tut, das Spiel beendet? Was ist daran falsch in einem Format, wo man erste Runde einen 15-15er und einen 7-7er beschwört? Wo ist das eine unfaire Karte, die gebannt gehörte? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Echt nicht. Ah. Dem Moment, wo mono-weiße Karten gebannt werden, muss ich halt sagen, stimmt irgendwas dann in dem, was ganz anderes in dem Format dann nicht. Aber okay, Leute auf Twitter, Entschuldigung, auf X, haben halt ein bisschen rumgeweint und dementsprechend ist das Ding jetzt weg. Finde ich sehr schade, ist tatsächlich eine meiner absoluten Lieblingskarten gewesen. Und ich besitze immer noch ein Playset. Ich gehe davon aus, dass der irgendwann wieder entbannt wird. Und dann schauen wir mal. Ja, mal sehen. Dann haben wir, sie haben mich mit Gino von herumkommandiert, Grüße gehen raus, in einem Tour der Giant gespielt, gegen unsere Gegner. Das war eine sehr, sehr lustige Karte. Weil wir sind einmal durchgelaufen, dann können wir halt eine Kreatur +5/+5 und First Strike und so weiter geben. Das war sehr stark. Kindred Discovery, auch eine sehr teure Karte mal gewesen. Mocking Doppelgänger, nochmal ein Devara, Maisie, Paladin, Halfling Knight, eine Jaira, Reflecting Pool in Full Art Foil. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt, ehrlich gesagt. So, vorletztes Booster. Immer noch kein Minsk und Boo. Ich will zumindest mal ein Minsk und Boo sehen, um euch zu erzählen, wie großartig diese Karte ist und dass sie super viel Spaß macht zu spielen. Das ist so mein Ziel. So. Evolving Wilds ist immer eine gute Karte. Dann haben wir eine Gale Redirection. Ein Tome. Rope of the Archmage, Mirkle, Lord of Bones, Council of the Four, Nera the Wild Mage. Tatsächlich die Karte, die in dem Full Art Artwork, in dem normalen Artwork tatsächlich, die wunderschöne Playmat vom Command Fest geziert hat. So, letztes Booster. Gucken wir, was drin ist. Ich hoffe immer noch auf was Cooles. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Initiative-Token hinten drauf. Das ist meistens viel wert. Das heißt meistens, dass es was Gutes wird. Seagate. Wir haben gar nicht so viele Gates gesehen. Kann das sein? Das ist ein bisschen schade, weil die Gates sind tatsächlich sehr, sehr cool. Dann haben wir... Dann haben wir den. Da ist die Nera. Das ist die Playmat. Und... Nö, kein Minsk und Boo. Ah, das ist die Playmat tatsächlich, ich meinte. Kein Minsk und Boo. Aber tatsächlich ein paar richtig coole Karten. Ich durfte nochmal über den White Plummet Adventurer ranten. Großartiger Tag. Wenn es euch auch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Mich abonnieren.
Ihr könnt gerne beim lieben Laptop vorbeischauen, das wäre mir persönlich ein Anliegen, weil ja, er ist ein Händler auf Cardmarket, aber das hier passiert sehr, sehr viel auf freundschaftlicher Basis und nicht als, ich sehe das als pures Sponsoring an und ihr müsst da hingehen, weil ich das sage, sondern ihr könnt da hingehen, weil das einfach ein großartiger Mensch ist, der dahinter steht und den kann man einfach unterstützen, genau wie er mich unterstützt und genau, ich hoffe, ihr habt Spaß, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Ablexit, ciao, ciao.